Jo, Gemeinde Rock'n'Roll. So, was sehen wir hier? Das Getriebe der 1290 Super Duke Baujahr 17 aus dem letzten Video. Jetzt alles komplett zerlegt, aber heute geht es da nicht drum. Warum? A, weil ich noch die Neuteile bestellt habe, also eine neue Antriebswelle, um halt den direkten Vergleich zu haben, alt gegen neu. Ne? Wo ist der Fehler? Und noch eine neue Anlaufscheibe. Was es mit diesen Anlaufscheiben auf sich hat, seht ihr dann auch in dem dementsprechenden Video, wahrscheinlich dann in 14 Tagen, wenn alles hier ist. Ne? Weil sonst reden wir, ne? Wir wollen ja auch über Sachen reden, die wir hier liegen haben, die wir auch direkt vermessen können. Und daher müssen wir oder müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, wie es mit dem Motor weitergeht. Fakt ist, einen Fehler haben wir schon gefunden oder ein Problemchen ist schon gefunden, warum das Lager auf jeden Fall hochgegangen ist. Aber, ne? Ich will nicht so viel spoilern. Dementsprechend geht es heute um was anderes. Um was das ist, das erzähle ich jetzt. So, dann nehme ich euch mal mit in den Prüfstand. Und die meisten von euch wissen das ja schon, was wir hier am Start haben. Hatte ich ja auch schon in einer der letzten Stories kundgetan. Die TDM 850. Ja. Die hatten wir ja schon in dem vorvorletzten Video mal vorgestellt und gefragt, ob ihr da Bock drauf habt, dass wir da mal ein Video drüber machen. Und da war ja die Resonanz sehr gut, nach dem Motto Oldschool Tuning. Ja, auf jeden Fall. Ja, was müssen wir machen? Nochmal ganz kurz umrissen. Der Kunde hat uns das Fahrzeug gebracht zur Abstimmung, weil der was Spezielles da drin hat und auch der Motor ist relativ speziell. Aber jetzt erstmal zu uns. Hier sind halt Flachschiebervergaser verbaut von der Firma Kain. Die sogenannten CR-Flat, wie sie so schön heißen. Doppelflachschiebervergaser. Und hier sind auch noch, ja, wie hießen die, glaube ich, Power Blades, hießen die, glaube ich. Oder diese Idee oder dieser Umbau hieß dann Power Blade, dass man eben halt hier die Luftströmung quasi nochmal teilt und im unteren Drehzahlbereich oder unteren Schieberbereich dann eine bessere Luftführung hat. Ob das wirklich funktioniert, konnte ich nie feststellen am Prüfstand. Das ist natürlich wahrscheinlich auch eine Sache der Fahrdynamik, wenn man damit fährt. Aber Fakt ist, das Ding an sich oder das Motorrad läuft super. Das seht ihr auch gleich in der Leistungskurve, aber viel zu fett. Und nicht nur ein bisschen, sondern richtig. Und er hat auch jedes Mal Schwierigkeiten gehabt, überhaupt über die Abgasprüfung zu kommen beim TÜV. Ne, weil das Ding wirklich so fett gelaufen ist, dass ja nicht, dass der Sprit hinten rausgelaufen ist, aber ist schon brutal. Und wie das ausgesehen hat oder wie die Leistungskurve aussieht, plus einmal Vollgas AFR, das schauen wir uns jetzt mal an. Also den Ist-Zustand, so wie er gekommen ist. Und dann sprechen wir mal darüber, was wir jetzt machen müssen. Ne? Da würde ich sagen, los geht's. So, dann schauen wir uns mal die Kurven an. So, das war die Messung mit 96,70 PS. Ich mache mal die zweite hier weg, damit ihr das seht. Das war eine Eingangsmessung, die wir halt direkt am Anfang gemacht haben. Es war allerdings relativ heiß da draußen und wenn ihr hier unten guckt, ja, hier waren unterirdische Werte. Also hier sind wir noch in einem vernünftigen oder in einem Bereich, wo man sagen könnte, ja, da kann man mitfahren mit 12,26. Aber wenn man dann weiter beschleunigt hat, ne, dann waren wir hier bei 11,3 und hier waren wir bei 10,8. Ne? Das ist so ähnlich, wie als würde er permanent mit dem Schock fahren. So, also trotzdem eigentlich eine relativ saubere und gute Leistungskurve. Ja, das sind halt Vergasermotorräder, die laufen von bis. Beim Einspritzer hätten wir da schon richtig Probleme. So, aber dann haben wir mal versucht umzudüsen auf die Düsen, die ich hatte. Warum, komme ich gleich zu. Hatten aber schon die kleine Leerlaufdüse reingemacht, also die 48er Leerlaufdüse. Und ja, das wurde auch nicht besser. Ne? Da war es auch noch heißer, das war jetzt die Tage, wo es so heiß war. Hat wirklich gar nichts gebracht, beziehungsweise wurde dann an dem Tag sogar noch schlechter, weil, wie gesagt, das Wetter noch beschissener war zum Leistungsmessen. Ja. Aber gut, es war klar, das reicht alles nicht aus. Da müssen wir ordentlich in die Kiste greifen, also in die Düsenkiste greifen. Warum das nicht direkt funktioniert hat, das erzähle ich euch jetzt. So, ihr habt gesehen, ne? Monster zu fetter Apparat. Hier ist man wahrscheinlich auch ein bisschen auf Nummer sicher gegangen, weil der komplette Motor ja auch dementsprechend umgebaut ist. Ne? Also was da alles dann umgebaut ist, kann ich so gar nicht jetzt aus dem Blabeng sagen. Ich blende das mal unten ein. Dementsprechend müssen wir jetzt da
reduzieren den Kraftstoff, weil ja, zu viel ist auch oft zu viel, das wissen wir ja. Da geht es jetzt ran. Ich war dann schon guten Mutes, habe da reingeguckt, die Vergaser zerlegt. Habe gesagt, ja, da sind 155 Hauptdüsen drin und 55 Leerlaufdüsen. Also das war klar, dass die zu viel zu groß sind. Schnell ein paar neue bestellt, eingebaut. Leerlauf haben wir jetzt gut im Griff, also Leerlaufgemisch haben wir gut im Griff. Aber dann hatte ich natürlich reingeguckt, habe gedacht, ja, Düsen habe ich noch, kein Problem. Ja, geschissen, ne, wie es halt so ist. Ja, ich hatte immer nur eine, ne, weil meistens haben wir ja nur Einzylinder. Ja, und mit einer Düse komme ich nicht weit. Also, Düsen jetzt nachbestellt. Hatte noch 252er reingemacht. Das hat aber so gut wie gar nichts gebracht. Da war doch noch sehr heiß am Tag. Also, konnte mal knicken. Jetzt müssen wir halt hingehen und müssen mal richtig kräftig reduzieren in der Hauptdüse. Und mindestens auf, ich sag mal, 148, 145 gehen. Damit wir mal eine Reaktion kriegen mit, also, ne, einem etwas magereren Motorlauf. So, das machen wir jetzt. Ausbauen die Vergaser und dann die Düsen ändern und dann geht das los. Bis gleich. So, hier haben wir die Düsen, die gerade noch gekommen sind. 150er, ein Satz 150er, die werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, weil 152 ist zu fett, wird 150 immer noch zu fett sein. 148 und 142. So, jetzt werdet ihr euch fragen, warum liegen ja keine 145er? Die gibt es nämlich auch. Die sind leider nicht lieferbar. Ja, ich habe immer Glück, ne? So, müssen wir halt schauen, wenn wir natürlich besser haben, sind es genau die, die ich brauche. Ich will es nicht hoffen. Um das jetzt alles ein bisschen schneller zu machen in puncto Vergaseeinstellungen, geht man eigentlich immer, wenn man viel zu fett ist, immer auch mal richtig krass erstmal runter. Das heißt, ich werde jetzt als nächsten Step die 142er einbauen, also von 152 auf 142, um das Fahrzeug erstmal in den Magerbereich zu kriegen. So, und so schauen wir dann, also das ist einfacher dann aus dem Magerbereich wieder sich hochzuarbeiten, als so langsam Fett, ein bisschen Fett, weniger Fett und so weiter und so fort, sich da runter zu fummeln. Das ist wirklich erfahrungsgemäß jetzt in den letzten 20 Jahren mit Vergasern wirklich die bessere Variante. Das heißt, wir nehmen die ganz kleinen, hoffentlich sind sie klein genug, und schauen mal, was jetzt passiert. Ja? Also, let's go, Düsen rein und ab geht's. So, jetzt kommt man ja relativ gut dran. Hier unten sind die Schrauben für die Hauptdüsen. Dummerweise haben diese Vergaser leider keine Ablaufschraube, die man öffnen kann, die dann über den Schlauch die Schwimmerkammer entleert. Also müssen wir ein kleines Pöttchen runterhalten und die Schraube aufdrehen. Und irgendwie den Sprit auffangen hier. So. Das war die erste. Mit einer 6er Nuss. Wenn man es denn trifft. Die lösen und damit die Hand rausdrehen. Da ist er. Also relativ gut gemacht, kommt man gut ran. Dann düsen wir um. So, jetzt habe ich folgende Sache vorbereitet. Das zeige ich euch mal. Ja, also klar, Moped ist umgedüst. Und jetzt, da gehen wir am besten hier lang, habe ich mal die Bildschirmaufnahme, lasse ich jetzt mitlaufen. Ja. Und da können wir gleich sehen, in welchem AFR-Bereich das Motorrad läuft. Weil wir haben ja keine Potis an den Vergasern dran, wie bei den FCA 41 bei KTM, wo wir halt auch die Drosselklappenstellung genau abnehmen können. Das gibt es ja leider nicht. Diese Vergaser haben ja weder einen Schock noch sonst irgendwas. Daher, ne, müssen wir das jetzt quasi über die Grafik machen. Da sehen wir aber genau, ne, wenn ich fahre unter Last, ne, eingebremst die Rolle mit 15% knapp, können wir genau sehen, wie ist der Bereich Vollgas,
Gas halten, vierter Gang, fünfter Gang, whatever, scheißegal, können wir jetzt genau sehen. Ne, die Mittellinie bei 13,2:1, die wollen wir treffen, in allen Fahrbereichen natürlich. Das werden wir nicht schaffen, ganz klar, aber müssen halt gucken, Rausbeschleunigung, arbeitet noch die Beschleunigerpumpe ausreichend, stirbt uns das Motorrad nicht ab. Was ist im mittleren Drehzahlbereich, wenn ich das Gas festhalte, wo pendelt sich dann die Linie ein und was ist beim starken Rausbeschleunigen bei Vollgas? Das werden wir jetzt sehen. Ihr seid live dabei. Ich blende das dann unten hier direkt mit ein, denn ich habe das Mikro mit angebunden und kann dann die beiden Audiospuren hier von der GoPro und dann quasi vom Rechner synchronisieren. Dann läuft das 1:1. Also, los geht's. Ich bin gespannt. Standgas läuft immer schön. 40,5, 40,7:1, seht ihr jetzt. Ne? Aber gucken wir mal, was jetzt bei Vollgas und mittleren Drehzahlbereich macht.
So, das sieht alles schon mal sehr gut aus. Im mittleren Drehzahlbereich habt ihr gesehen, wenn ich Gas festhalte unter Last, dann geht es ein bisschen so auf 12 runter. Da könnte man jetzt die Nadel noch einen tiefer hängen, so rum, ja, dass sie da ein bisschen magerer läuft. Kann aber dann passieren, dass wir dann eben halt beim Rausbeschleunigen es zum Verschlucken kommt, weil dann halt zu spät die Konizität aufmacht und zu wenig Sprit kommt. Das müssen wir ein bisschen ausprobieren. Ansonsten, ne, Rausbeschleunigen unter Vollgas. Einwandfrei bleibt die genau bei 13,2 stehen. Also 142 Hauptdüse war genau der richtige Schuss. Das haben wir natürlich hauptweise Düsen gekauft. So ist das Leben. So, gucken wir uns jetzt mal die Leistung an, Vollgas und dann auch den AFR im Vollgasbereich. Das ist ja wieder was anderes als unter Last. Das heißt, bam, einmal Hahn auf und gucken, ob jetzt die Leistung ein bisschen gestiegen ist. Und Glück haben. Geht dann los. Okay, so, das sind die Leistungskurven von gerade. Jetzt machen wir erstmal zur besseren Übersicht, machen wir mal die Nuller hier weg und konzentrieren uns nur auf die 152er. Das war ja der letzte Stand. So, wie gesagt, hier unten mega fett. Und jetzt gucken wir uns mal die neuen Messungen an. Das war die 8 und die 16. Das waren so die besten. Ja, und hier sind wir jetzt schon extrem weit nach oben gekommen. Ja, hier könnten wir noch theoretisch ein bisschen reduzieren. Hier sind wir aber noch in der Beschleunigungsphase, also wo dann halt auch die Beschleunigerpumpe noch mit eingespritzt hat. Also hier, bam. Und das muss er natürlich erstmal verkraften. Hier sind wir genau auf der Linie. Hier sind wir wieder ein bisschen zu fett. 12,3, ja, 12,4. Das geht auch noch bei Vollgas. Da haben wir ein bisschen mehr Innenkühlung. Aber im Endeffekt, mit den 142er Hauptdüsen, sind wir schon gut dabei. Wir könnten jetzt noch auf 140 oder sogar noch kleiner gehen, aber dann kommen wir hier über die Linie drüber und das wird dann schon ein bisschen kritisch. Deswegen, das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Gucken wir uns mal die Leistung an in der Einzelgrafik. Ja, ne? Und siehe da, die Leistung steigt. Wie gesagt, wir haben nur die Düsen geändert. Und sind jetzt von 96,77 PS auf 100,53 und 100,28. Ja, also da kann man wirklich nicht meckern, dass wir jetzt doch noch durch das Abmagern so eine mehr Leistung erreicht haben, nur weil das Motorrad jetzt in einem vernünftigen AFR-Bereich läuft. Vernünftig. Es ist halt, wie gesagt, leider auch sehr heiß gewesen jetzt in den letzten Tagen. Wenn es ein bisschen kühler wird, ne, wir kriegen mehr Luftsauerstoff dann in die Ansaugluft, dann wird das alles noch ein bisschen besser. Die Leistung wird dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen steigen, aber gut. Ne, ist Fakt, ist jetzt das an diesem Tag. Und ja, ich würde sagen, da können wir zufrieden sein und ja, dann würde ich sagen, geht's weiter. Ja, man muss aber Glück haben, ne? Also direkt mit dem ersten Schuss, also die 142er Düse war, oder Düsen waren natürlich jetzt genau richtig. Der Step war natürlich jetzt richtig hardcore, ne, also von 155 auf 142. Das ist mal ein riesengroßer Schritt in Richtung kleiner. Aber man konnte schon ungefähr erahnen beim ersten Abgastest, dass hier doch schon eine Menge getan werden muss, damit das Fahrzeug einigermaßen in die normalen Bahnen kommt. Von der Leistung können wir uns nicht beschweren. Vollgas sind wir fast perfekt auf der Linie. Also hätte ich nicht erwartet, dass das so perfekt passt. Leerlauf passt. Eigentlich soweit alles prima. Wir haben natürlich nur ein Problem jetzt, da dieses Fahrzeug ja weder in Schock hat noch sonst irgendwas. Und haben wir natürlich das Problem, wenn das Fahrzeug richtig kalt ist. Und mit den kleinen Leerlaufdüsen jetzt muss man schon beim Starten ein bisschen Geduld haben. Ne? Das heißt, wenn die richtig kalt ist, muss man mehrmals pumpen, dass Sprit über die Beschleunigerpumpe eingespritzt wird, dann springt sie kurz an, bop, 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 dann geht sie wieder aus und an und wieder aus. Und dieses Prozedere muss dann ein paar Mal gemacht werden,
dann läuft sie irgendwann stabil und kommt dann wirklich von einem AFR-Wert, wo andere Motorräder schon längst gar nicht mitlaufen würden, also mit 18 zu 1 und so weiter, so langsam runter, je wärmer sie wird, ne, umso besser läuft sie dann. Und dann läuft sie irgendwann, wenn sie warm genug ist, bei 14,5, 14,7 zu 1. Also fast genau im Stand im stöchiometrischen Bereich. Da sollte auch die Abgasmessung beim TÜV kein Problem sein, also die HU. Würde ich sagen, passt. Ne? Wenn man hier natürlich einen Schock nachrüsten könnte, was glaube ich nicht geht bei den Vergasern, wäre natürlich eine schöne Sache. Dann hätte man das Problem auch vom Bein, aber ne? Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ja, ich habe hier mal die Liste von dem Kunden, also von dem Besitzer, der mir auch mal aufgeschrieben hat, was alles an dem Motor jetzt geändert worden ist. Also Zylinderkopf und Pleuel sind von der 900er. Kurbelwelle habe ich jetzt nicht ganz verstanden. So, und jetzt mal im Schnelldurchlauf kurz alle Änderungen, die der gute Mann an seinem Fahrzeug vorgenommen hat. Ist eine ganze Menge und ich hatte mal wieder die Brille nicht bei, deswegen war er mit dem Lesen auch nicht so der Kracher. Aber jetzt könnt ihr das ja alles sehen. Aber der Motor an sich hat jetzt mal zum Originalmotor von der 3VD, die wurde wohl gebaut von 91 bis 95, also ich habe das jetzt alles aus dem Netz geholt, von Wikipedia. Ich bin zwar auch ein alter Sack, aber ich habe diese Daten halt auch nicht mehr im Kopf. Also das Fahrzeug hat wohl serienmäßig 77 PS bei 7500 Umdrehungen und 75,5 Newtonmeter bei 6000 Umdrehungen. Wir haben jetzt 100 PS und ein paar kaputte und über 90 Newtonmeter. Das heißt, wir haben hier einen Leistungszuwachs von 30%. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Also von 77 auf 100 PS, dann ist mal richtig satt. Deswegen halt, ne? Chapeau, derjenige, der den Motor gemacht hat, tipptopp. Und wie gesagt, der läuft auch wirklich ganz seitenweich. Was ich mich oder wo ich mich nur erschreckt habe, ist, das Ding hat keinen Drehzahlbegrenzer. Also die CDI, die da drin ist, die dreht immer weiter und da muss man wirklich aufpassen, dass man auch die Kupplung zieht, bevor man das Ding halt zu Tode dreht. Aber egal, super, jetzt haben wir gut nochmal 4 PS on top oben drauf. Im ganzen Drehzahlbereich haben wir ein bisschen mehr Drehmoment gefunden, wir haben ein bisschen mehr PS gefunden und halt wie gesagt in der Spitze knapp 4 PS. Nur mit Düsen. Ja, nichts gemacht, nur in den Bereich, in den vernünftigen AFR-Bereich gebracht und vor allen Dingen, ne, der Spritverbrauch wird natürlich auch sinken, ne, weil ne, 10 Punkte Hauptdüse runter, ist schon ordentlich. Also dementsprechend sollte es auch keine Probleme geben, wenn man mit dem Ding mal in die Alpen fährt. Hatten wir ja auch so einen Kommentar bei diesem Fahrzeug hier, bei den letzten Videos, dass einer sagte und darauf achten, dass man die auch höhentauglich einstellt. Das haben wir jetzt auf jeden Fall. Das sollte keine Probleme mehr machen. Daher würde ich sagen, das war heute Thema Oldschool Tuning und im nächsten Video geht es dann natürlich weiter mit der 1290 Super Duke R, Baujahr 17. Da sind ein paar spannende Sachen, wie gesagt, bei rausgekommen und das sehen wir aber in 14 Tagen. Abonnieren brauche ich keinem erklären, das wisst ihr, wie das geht und dementsprechend, ne, haut rein, wir sehen uns nächste Woche Sonntag, in 14 Tagen Sonntag und tschüss.